Fast. Wahrscheinlich, weil ich in der letzten Kurve noch mal Kacke gebaut habe. Richtig Mist gemacht. Aber ich habe eh vor die schnellsten Runden. Nachher in mit neuen Reifen zu fahren. Zum Ende des Renns hin. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 35,5 Sekunden. Nicht schlecht. Fahrer hinter mir? Fahrer hinter mir? Fahrer hinter mir? Hamilton liegt hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 25,9 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 9 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 40,4. 1,40? Das war schon extrem langsam. Das schaffe selbst ich noch nicht mal, wenn ich hier die letzte Kurve langsam fahre. Oh, scheiße. Betrifft es mich auch? Muss ich mir Gedanken machen? Das wäre jetzt echt fatal, ne? Zu spät gebremst, zu spät gebremst, zu spät gebremst. Aber deutlich zu spät. Ja, man macht sich halt schon Gedanken, ne, wenn der Teamkollege Probleme kriegt. Energie ist zum Ausgeben da. Erhöhe den ERS-Einsatz. Energie ist zum Ausgeben da. So, dann machen wir nochmal eine Vollgasrunde hier. Mit den alten Reifen. Weil nach dieser Runde fahren wir jetzt eh in die Box. Mal sehen, was wir da rauskriegen. Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Also das richtige Setup, so sagte man früher, ist, wenn du die Schnecke fahren kannst und dich einfach nur ausrollen lässt und dabei runterschaltest. Und das Auto dabei nicht ausbricht. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Ach, will ich gar nicht. Nee, warte mal. Nächste Runde erst. Ich muss ja die Runde erst noch zu Ende fahren. Lol. Da habe ich es aber verarscht. Denk dran, diese Runde an die Box zu kommen. Und mal gucken, wie er sich verhält. Mal sehen, was er sagt. Ich fahre jetzt einfach mal geradeaus weiter. Ich habe die Hoffnung, dass ich da die Runde doch irgendwie noch als Schnellster beenden kann. Und wenn nicht, habe ich es halt versucht. Die Batterie ist fast leer. Reduziere den ERS-Einsatz. Hat nicht funktioniert. Okay.
Sorry, waren die Reifen doch schon so weit runter? Oder habe ich wieder einfach mal zu viel gequatscht? Ein Boxenstopp. Der versteht mich nicht. Liegt das an der Socke? Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Der letzte Boxenstopp, der war ja so knapp gewesen, dass ja mein Teamkollege kurz oder mit mir zeitgleich in die Box gefahren ist, ne? Da war also schon drin, okay. Dann war er schon drin. So, und ab geht's in die Box. Du musst da echt aufpassen, dass du nicht geradeaus an der Wand fährst, ey. Läuft. So, immer mal Sprit, mal mager. 47 Sekunden auf Verstappen, Alter. Fertig, los jetzt. Ja, nice. Ich könnte, glaube ich, sogar noch einen machen und würde immer noch Erster sein. Verstappen ist Zweiter. Nice. Aber muss er doch noch rein, oder was? Okay. Ah ja, alles klar. Max ist jetzt an der Box. Sagt alles aus, ne? Schade auch. Ich dachte, er würde es noch schaffen auf Platz 2. Dass wir wirklich mal so eine Bullenreihe kriegen. Auf dem Podium. Aber nee. Ist der Hamilton doch noch da? Vielleicht wäre es ja möglich, liebes Spiel, dass der Hamilton doch noch Punkte liegen lässt. Dass ich vielleicht doch noch irgendwie nach vorne komme. Wäre ganz cool. Fahrer hinter mir. Hamilton hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 28,8 Sekunden. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,57,5. 1,57,5. 1,57,2. Trotzdem noch schneller. Das heißt, selbst wenn ich jetzt anfange, hier spazieren zu fahren, was beim Rennen immer fatal ist, aber du kannst dich so schnell vertun, würde ich, glaube ich, sogar noch, so großspurig ich jetzt bin, vor ihm ins Ziel kommen. Aber man sollte es nicht machen und anfangen, langsam zu fahren, weil das Thema ist, du kannst so schnell einen Fahrfehler machen. Was sagt denn das ERS? Ja, das ist schon wieder gut geladen. Das heißt, ich könnte ja mal versuchen, doch mal so eine schöne, schnelle Runde hinzulegen hier. Um einfach nochmal zu zeigen, wo wir hier stehen.
So, und dann mal Attacke. Weil hier die letzte Runde, die haben wir wieder verkackt. Wow, da haben wir zu spät gebremst. Aber ich glaube, da sind wir noch im Soll. Das war so nicht geplant, Freunde. ...1,26. Okay. Es gibt da noch mehrere Runden zur Verfügung, zur Möglichkeit. Und schon sind wir eine knappe Sekunde wieder drüber. Also ich kriege noch eine neue schnellste Runde hin. Das schaffen wir noch, auf jeden Fall. Die Batterie ist fast leer. Wenn wir den ERS-Einsatz runterdrehen, gewinnen wir mehr Energie zurück. Ja, nächste Runde. Jetzt möchte ich erst noch mal kurz durchziehen, bitte. Sehr cool. Trotz Fahrfehler in Kurve 1 hier. Aber das merzt man noch aus. Das kriegen wir auch noch hin. Wie du siehst, also das geht ratzfatz eine halbe Sekunde, Alter. Über eine halbe Sekunde sogar. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 51,6 Sekunden. Ich habe hier nicht mal Überrundung. Entweder fahre ich zu langsam oder die Strecke ist wirklich einfach zu groß. Ich habe gerade so hinter mir, hier so da, mal auf diesen kleinen Streckenradar geschaut, ob da irgendwo ein Fahrzeug ist. Aber ich konnte bisher noch nichts weiter sehen. Oh, Startziel sind schon welche, okay. Na, weit haben wir es ja nicht mehr dann. Okay, mal gucken, ob es noch zur Überrundung kommt, ob wir das zumindest noch schaffen. Also Ziel 1 wäre, glaube ich, schon erfüllt. Ein Rennen zu gewinnen. Ziel 2 ist tatsächlich zu überrunden. Mal sehen, ob wir es bekommen. Also jetzt könnte ich locker noch einen Boxenstopp hinlegen. Also interessant, dass wir hier wirklich so dominant sind. Das ist schon mal wirklich sehr interessant. Ich habe echt gedacht, das würde sich jetzt nur so im freien Training abzeichnen. Aber da hat sich abgezeichnet, dass wir das wirklich sind. Und ich habe gesagt, ehrlich gesagt, nicht damit gerechnet. Muss ich ganz klar sagen. Hüstel, Hüstel und studier. Freunde, das ist, muss euch doch ein Daumen nach oben wert sein. Den dürft ihr gerne mal drücken. Tut keinem weh. Daumen nach oben nicht vergessen, denn wer bis hierhin geguckt hat, der hat Bock auf dieses Spiel. Und der darf auch gerne mal einen Daumen nach oben. Genauso wie ein Abo, der darf auch gerne ein Abo dalassen. Denn es sind nach wie vor Zuschauer bei mir.
die nicht durch ein, durch eine Erinnerung kommen, durch eine Glocke, sondern die über die Suche kommen. Über die Suchfunktion. Und diese Leute, wenn die jetzt immer noch zuschauen dürfen, gerne mal auf den Abonnieren-Button drücken. Tut keinem weh und ihr kriegt immer eine Erinnerung, wenn ich einen neuen Part hochlade. Ah, ich sehe schon der erste Auto. Das heißt, wir kriegen jetzt zum Ende des Rennens doch noch mal ein bisschen Action. Und dann werden wir sehen, wie sich die KI verhält bei Überrundungen. Vielleicht. Ich hoffe es zumindest. Guck mal, eine 36,6. Und da fast schon Quali-Zeiten. So, es müsste auch von der Formel 1 aus, das, also von der echten Formel 1 aus, das nächste Wochenende einstehen. In Singapur, glaube ich, ne? Fahren die Herrschaften jetzt tatsächlich. Wird Vettel es dieses Mal ohne Crash schaffen? Ich hoffe es ja so, ich wünsche es mir. Ich habe tatsächlich so ein bisschen beim Rennen in Monza mit ihm zusammen gelitten. Wo ich gedacht habe, das darf nicht wahr sein. Aber auf der anderen Seite, also er will mehrfach oder mehrmaliger Weltmeister sein. Und dann muss er auch ein bisschen intelligent fahren können. Dann hätte er Hamilton halt ziehen lassen, weil er hatte eindeutig das überlegene Auto. Muss man ganz klar sagen. Also Vettel hat da eindeutig das überlegenere Auto gegenüber Hamilton und er hätte da ohne weiteres Hamilton ziehen lassen können in Monza. So sehe ich es zumindest. Und hätte ihn sich dann nachher wieder geschnappt. Schade, dass er es nicht gemacht hat. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Vettel dieses Jahr alleine durch Unfälle, egal welcher Art und Weise, ob das nachher zum Ausfall führte oder nicht, 55 Punkte verschenkt hat. Das wäre nach wie vor die klare WM-Führung, ne? Muss man ja ganz klar sagen. Das Auto wird leichter, man merkt es. Die Kurven kann man anders fahren schon. Also die Kurve, die würde ich gerne mal im vierten anfahren, aber ich traue mich das nicht. Ich habe echt Angst, dass ich vorne irgendwo rüberschiebe und dann im Acker lande. Oh je, das ist aber nicht gut. Jetzt haltet bloß nicht in der Kurve an. Danke, Mann. Ich habe das erste Mal in diesem Rennen DRS. LOL! So, nächste Runde werde ich versuchen, schnellste Rennrunde zu fahren.
Auch nicht schlecht, das habe ich noch nie geschafft. In der Schneckenkurve einen so schön zu überholen. Richtig geil. Da haben wir, glaube ich, sogar schon einen Titel, ne? Das schönste Überholmanöver im gesamten Rennen. Nicht schlecht. So, einmal in die Hot Lap bitte. Oh, das wird jetzt, glaube ich, schwierig. Kein DRS, verdammt. Wieder zu spät in die Kurve gebremst. Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Also es geht noch schneller, auf jeden Fall, das ist Fakt. Oder vielleicht einfach schreiben, spektakuläre Überholmanöver? Und schön übersteuern auf jeden Fall. Okay. Gut, Herr Ocon. Die Frage ist, kriege ich jetzt hier DRS? Ne, wieder nicht. Machen wir nochmal ganz kurz aus. Lassen den nochmal ganz kurz aufladen und dann habe ich die Hoffnung. Jetzt die Runde vollenden zu können. Okay, schön rum. Vollgas wieder aus der Kurve raus. Nur aufpassen, dass natürlich die Räder hinten nicht überdrehen. Das ist das Einzige. Da brauchst du ein gutes Differential für die Schneckenkurve. So, dann sind wir jetzt hoffentlich im Soll. Ich habe mir die Zeit eben nämlich nicht angeguckt. Ja, so wird's nichts. Alles klar, okay. Da sind die Hinterräder wahrscheinlich jetzt schon zu weit weg, ne? 31%, es ist noch nicht zu viel. Es ist noch nicht zu viel. Okay, schnellste Rennrunde wird nichts mehr, aber ich glaube, die habe ich eh noch inne. Ja, ist ja gut. Die Schmach wäre es natürlich, glaube ich, gewesen, wenn ich Hamilton auch noch überholt hätte, ne? Aber wird nichts. Schade, ich wollte es riskieren. Hab dann aber das Problem gehabt, dass mir der Arsch wegging. Ich genieße es. Wir sind im Ziel. Das erste Rennen. Absolut spitze. Wirklich toll. Das hast du echt gut gemacht.
Der Fahrer steigt aus dem Auto und das Team Red Bull ist bereit und man wartet darauf, gemeinsam mit dem Piloten einen wohlverdienten Sieg zu feiern. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst, und so weit nach vorne ins Feld fahren. Ich sehe, dass die Fahrer bereits unterwegs in Richtung Podium sind und Red Bull tut so viel für die Formel 1, da müssen sie einfach vorn mitfahren. Deshalb freue ich mich, eine weitere Trophäe tritt die Reise nach Milton Keynes an. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Sebastian Vettel, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Fernando Alonso. Egal wo oder für welches Team er fährt, wann ist er nicht großartig? Er sorgt immer für außergewöhnliche Leistungen, das hat er heute gezeigt. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. In der Zwischenzeit kann Toro Rosso mit einem starken Wochenende weiteren Boden in der Rangliste gutmachen. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen würden, aber den Fehler machen sie nicht. Wir hoffen, sie wiederzusehen, also bis dann. Okay, dann würde ich sagen, stellen wir uns in Interviews. Also wir haben einen guten Sprung nach vorne gemacht, definitiv. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass der Hamilton noch da war. Mann, verdammt, aber macht gar nichts. Verstappen auf 3, richtig nice, muss man auch ganz klar sagen. Und vor allem, das war eine knappe Nummer, so wie es aussieht. Der hat Rückstand 1 Minute 1,19 und Bottas hat Rückstand 1 Minute 1,9. Also die beiden haben um diesen Platz tatsächlich nochmal hart gefightet. Gut. Würde ich sagen, wir gehen ins Interview. Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Sie schienen das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Ihr Team ist sicher begeistert. Sie konnten heute die Spitzenpositionen ergattern. War es ein einfacher Sieg? Nun, es scheint, als hätte sich das Blatt zu Ihren Gunsten gewendet. Im Vergleich zum letzten Wochenende ist es merklich besser für Sie gelaufen, nicht wahr? Heute ist für Sie alles nach Plan verlaufen. Es sah aus, als hätten Sie eine richtig gute Strategie für das Rennen. Klasse, das war dann alles. Deswegen, ich habe die Hoffnung, also fehlerfreies Rennen etc. pp., also wir sind jetzt in der Rivalität, auf jeden Fall nach oben gegangen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, eine Rivalität am Arbeitsplatz zuzuweisen, die wir noch zusätzlich bekommen zu Verstappen, zu unserem einen Teamkollegen. Das ist, glaube ich, so ein Thema, das greifen wir in der nächsten Woche an. Von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst eine Bewertung da oder auch ein Abo. Habe ich ja schon angemerkt. Die Leute, die jetzt noch zuschauen, die noch dabei sind, drückt einfach auf den Knopf. Daumen nach oben und einmal Abo-Button drücken. Dankeschön, euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.